Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Wackfest. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Dings und das ist wieder so Demolition-Ding. Habe ich da irgendwie eine Möglichkeit, ein Auto zu wählen? Nee, ne? Warte mal. Ach. So, war's geplant. So, meine Autos. Ich versuche gerade, ob ich den wählen kann. Ob es irgendwie möglich ist mit dem... So. Hotshot. Ich habe aber nicht den Wimmer gewählt, sondern den... So, geh mal rein auf jeden Fall. Es gibt wieder ein bisschen was auf die Fresse. Auch gut, da wäre der Dings wahrscheinlich sogar besser gewesen. Fällt mir gerade ein. Jedenfalls ist das mal wieder ein Demolieren ohne Ende. So. Kann ich noch das Auto noch ändern? Nee, ne? Scheiße. Ne, alles gut. Dann fahren wir so. Gehen wir trotzdem mal. Also, wie gesagt, wir müssen wieder uns zerstören und ändern. Was haben wir denn überhaupt für Aufgaben? Mindestens 1500 Schaden, 3 Gegner zerstören. Okay. Den ersten haben wir schon mal mitgeholt. Ah, da wäre wahrscheinlich sogar der Wemmer, der. Der wäre der Wemmer wahrscheinlich sogar der Beste gewesen. Aber gut, okay. Ja, müssen wir jetzt irgendwie mitleben. Ich wollte dem Jungen noch mal einen mitgeben. Oh, das hat uns aber auch noch einen mitgegeben. So, den hat auf jeden Fall... Oh, der... Oh, 26, der hat richtig gesessen, der Schlag. Cool, da fährt einer mit dem... Ist das Ghostbuster-Auto? Ne, eh nicht zumindest. Auf jeden Fall mal da nochmal einen mitgenommen. Boah, ja! Ja, ja. Komm, die nehmen wir mal raus, ey, da. Boah. Na, den hat... Boah, Alter! Da wollte er jetzt aber gerade. Wir haben kein Auto zerstört, Lade. Gerade. Also einzige haben wir die 1500 Schaden bisher hinbekommen. Aber da war doch ein Auto gerade mit irgendwie mit kaum noch Leben in Lebensenergie. Den hätte ich gerne mitgenommen. Da hinten sind noch zwei. Weil ich brauche die 1500... die drei Autos, die wir demolieren müssen. Jawohl, hab ihn. Alles war gut. Einfach schön kurz. Ein bisschen mit Glück, aber hat funktioniert. Ja, schade, der sich halt verleibt. Haben wir den jetzt zerlegt? Nein, haben wir nicht. Jetzt. Zwei Autos. Wichtig ist, dass wir unser Ziel mit nach Hause nehmen. Jawohl, hab ihn. Wollte gerade sagen, ich habe jetzt irgendwie doch noch ein bisschen Glück gehabt. Aber wir haben ihn erledigt. Das ist Last Man Standing, also sprich, wir haben die Möglichkeit, das Auto mit nach Hause fahren. Den habe ich auch noch mitgenommen, also vier haben wir jetzt mittlerweile sogar schon. Also wir haben jetzt, die Aufgabe ist gelöst bisher. Das war der, ist ein Transporter, okay. Ja. Oh, Glück gehabt, den hat er mal ausweichen können, indem er einfach mal kurz rüber geblinkt hat.
Jetzt hat man. Ich glaube nicht, dass wir es gewinnen werden. Wir haben jetzt 5 Autos zerstört. Wir könnten sogar. Na, ich weiß nicht, ob wir Ende Erster sind, ob es über, rein über die Zerstörung geht. Weil dann, wenn ja, dann haben wir. Ne, es ist ein Standing. Also es geht darum, wirklich der letzte Mann zu sein. Schade. Muss ich doch ein bisschen aufpassen. Jawohl. Aber den haben wir erstmal die Kontakte wieder weg rausgenommen. Patsch! Auf jeden Fall hat er nochmal einen guten mitgenommen, den zweiten auch noch einen mitgegeben, also 6 Autos haben wir. Wir haben aber auch nur noch 9. Wir müssen jetzt uns ein bisschen. Wenn der Gegner clever ist, dann gehen. Oh, der hat auch noch viel. Wenn der Gegner clever ist, nimmt so unter Frau, sondern dann ist das Thema eh gegessen, weil. Es wird schwierig werden. 8 haben wir noch. Und ich befürchte, dass wir einen noch an der Backe haben, der uns. Ja, ja, die wollen das natürlich jetzt ein bisschen. Da sollen die sich jetzt gegenseitig mal ein bisschen rausnehmen. 6 Autos haben wir noch. Also ich glaube, ganz vorne, wenn man nicht sagen, ich glaube, da wäre der Mathe-Guy tatsächlich gewesen. Wäre eigentlich sogar das bessere Auto gewesen. Damit sind wir raus aus dem Rennen und haben uns eigentlich quasi mehr oder weniger als 7. selber rausgenommen. 7. am Ende. Ja. Naja, schade. Aber okay. Es geht ja eigentlich nur darum, dass wir den nach Hause nehmen sollten. Nur 90 von 200. Und oh, gut, aber wir haben die Aufgaben gelöst. Das ist das Wichtigste. Weiter machen wir jetzt mit dem mit dieser Derby Challenge. Den School Bus dürfen wir nehmen. Haha, jawohl, ja. Guck mal gerade wegen der Werkstatt, ob wir den noch schnell upgraden könnten. Wir haben ja ein bisschen Kohle in der Tasche. Das heißt. Nicht genug Kredite, ernsthaft jetzt? Für nur einen Motor, okay. Ich gedacht, dass der so viel frisst. Ich dachte mir, ja geil, wir haben 11.000, die nehmen wir mit, die Kohle, aber. Ah, okay, da kriegt er keine Power. Schade. Nur einen Motor. Aber wir können mal gucken, ob wir ein bisschen was Robustheit reinhauen können in die Karre. Das wäre für. Ach, ernsthaft nicht. Ernsthaft nicht? Na gut, dann ist es so. Mein Gott. Was haben wir denn hier? Scoobas. Alles Scoobas, ja. Und wir machen heute weiter mit einem Demolition. Wir jagen ein bisschen andere Busse. Gut, gehen wir rein. Zerstöre 3 Gegner. Das ist das Allerwichtigste. Sollen wir heute machen. Gucken. Was haben wir überhaupt? 3 Gegner und 5. Ja gut, okay. Das ist ja. Ich glaube, gewinnen wird schwierig werden, aber. Naja, schauen wir einfach mal. Vielleicht haben wir ja auch ein bisschen Glück. Oh nein. Ich finde das mit dem Modus extrem witzig gerade. Ich meine, ich bin selber Busfahrer zum Beispiel. Klar ist es, dass man das jetzt nicht mit einem echten Bus macht. Aber ich finde allgemein diesen Modus extrem witzig. Gerade mit jetzt mit den Bussen wieder. Jagen wir den erstmal den nächsten Kollegen da mal raus. Guck, guck. Nehmen wir mal den Rival mit nach Hause und holen uns diese 200 Punkte. Erster weg. Weiter weg, den habe ich mir jetzt ein bisschen mehr oder weniger abgestaubt, diesen Schlag, den
Punkt, den Sieg, wie auch immer. Ja, aber nur Blechschaden. Schade war jetzt nicht. Wir haben noch 7 Gegner, okay. Wir haben noch die Hälfte der Lebensenergie. Das war nicht unser, schade. Und raus damit. So, dann haben wir 3 Gegner zerstört. Wir haben noch 2 vor uns. Nur 4 zerstört. Das heißt, wir haben noch einen. Und einmal umgedreht. Auf die Seite gelegt. Der kommt jetzt schon mal nicht mehr da raus. Da versteckt er sich. Und damit haben wir gewonnen. Jo. Ich glaube, die letzten 3 habe ich alleine alle rausgeholt noch. Aber egal, wir haben es gemacht. Hätte ich mal wieder so ein Ding. Im letzten Mal Lauf sind wir 7. geworden. Jetzt sind wir mal mein 1. Belohnungsmarkierung. Aha, okay. Nichts Wichtiges, also. Gut. Dann haben wir's, liebe Leute. So, ich kann mal ganz kurz gucken, weil ich wollte mal eben ganz schnell. Ne, geht's nicht weg, statt. Meine Wagen. Ne, ich muss ja irgendwann mal ein neues Auto kaufen, irgendwann, ja. Stimmt eigentlich. So, Karriere. Die Pros. Und dann machen wir heute Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter.